Guten Morgen, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Kopiti. Das weiß ich nicht, 4., 5., 6. Wir sind wieder um 3:30 aufgestanden und waren schon um 4:45 waren wir schon draußen und haben einen schönen Spaziergang gemacht. Da war die Luft noch einigermaßen auszuhalten. Das war ganz nett. Und den Hunden gefällt es auch natürlich, wenn wir die Zeit dafür haben. Das ist immer prima. Ich habe gestern Abend, beziehungsweise heute Nacht, war früh im Bett gestern und bin dann nachts wach geworden und habe dann hier tatsächlich, wie es glaubt oder nicht, nur eine halbe Stunde wieder am Tisch gesessen. Bin ich wieder ins Bett gegangen. Also bei mir ist das immer so hin und her. Ich habe jetzt so ein paar Papiere zugeschnitten von den richtig schönen. Die sind noch nicht verklebt, aber ich wollte es euch zeigen. Das sind dann schon Anfangsseiten, da muss ich gucken. Und dieses hier ist besonders schön auch. Also diese Papiere sind eigentlich alle, ihr seht es, ne? Die sind eigentlich alle besonders schön. Hier sind diese Krokusse. Dann haben wir hier Glockenblumen. Was ich noch habe irgendwo sind Mohnblumen. Die muss ich noch mal suchen. Die möchte ich auch gerne noch reinbringen. Und dann habe ich noch dieses schöne Papier. Die habe ich jetzt in der Vorbereitung einfach nur schon mal so zugeschnitten. Da ist dann von der Seite jeweils schon eins fertig. Ich habe gestern noch fertig gemacht dieses Geschehen hier. Da sind so ein paar Blumen noch drauf gekommen, kleiner Streifen. Den Take habe ich neu gemacht. Passt jetzt eigentlich ganz gut, finde ich, so auf diese Art. Und die Rückseite ist so. Und da kann man dieses rausziehen, wenn man möchte. Ne? Das ist auch so eine Blume. So, das ist das. Dann habe ich noch einen ganz neuen gemacht. Ich setze mal die Brille wieder ab. Ist es mit der Brille nicht toll? Ja, das ist jetzt nur so provisorisch. Ich weiß nicht, da kommt wahrscheinlich noch was anderes rein. Auf jeden Fall, da sind so Osterglocken. Das ist ein La Blanche Papier. Das ist wieder mein eigenes Papier. Und auch da passte jetzt dieser Tag ganz gut rein. Die Seite ist da außen. Hier ist noch so ein bisschen Käsetuch hingekommen. Und ich lasse diese Seite jetzt so, wie sie ist. Ah, ich habe wieder einen Frosch im Hals. Das liegt vielleicht auch am Ozon. Ne? Dann habe ich mich entschlossen, ich möchte diese Seiten auf jeden Fall verwenden. Die hatte ich ja gefunden. Eine mir unbekannte Frau hat die Bilder gemalt. Seidenmalerei. Finde ich eigentlich ganz schön, wirklich. Also das ist jetzt eine kleinere Karte. Also die beiden versuche ich so ganz einzuheften und will die dann hier auch gestalten, die Seiten noch. Ne? Muss mal gucken, ob das gelingt oder ob das gar nicht geht mit dem Umblättern. Und das werde ich auf irgendeine Seite vielleicht so aufbringen oder vielleicht auch nur ja, das weiß ich noch nicht. Da bin ich ganz ehrlich, das weiß ich noch nicht. Da bin ich noch am Überlegen. Die Vorbereiteten lege ich auch mal kurz auf die Seite. Das ist eine Musterseite, lasse ich mal hier liegen. Also da hätte ich jetzt zum Beispiel noch einen von diesen La Blanche-Bogen. Hier zum Beispiel eine, die werde ich auch irgendwie einzeln rausbringen. Und das ist nur so ein Hintergrund, da muss ich mal gucken. Und das war auch noch von La Blanche, dieses hier. Werde ich auf irgendeine Art noch verwenden gleich. Ich wollte jetzt aber mal ganz kurz ein bisschen hier gucken, ob ich vielleicht auch aus diesen Büchern was nehmen könnte. Natürlich kommen solche großen Bilder jetzt nicht in Betracht. Die reiße ich natürlich nicht auseinander. Aber wir können ja mal kurz blättern, ob wir irgendwas finden, was wir vielleicht gebrauchen. Hier sind zum Beispiel kleinere. Und hier ist auch kleiner. Ups. Diese Seite geht bis hier hin. Ja, dann würde man diese beiden vielleicht besser nehmen. Ja, ich weiß, es tut ein bisschen weh, aber würde ich sie jetzt nicht verarbeiten? Würde sie gar keiner mehr sehen. Ich kenne die Bücher schon so lange und habe sie auch schon. Oh, Schneckenalarm, wie süß.
Na, Fische mache ich nicht. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Ist auf der Rückseite ein Fisch? Ja, den brauche ich zum Beispiel überhaupt nicht, den Fisch. Also falls ich jetzt hier noch ein bisschen was Kleines finde, die großen, das käme jetzt in Frage, aber da ist das Schöne, das geht nicht. Schade, schade, schade. Das ist auch sehr schön. Das würde gehen, da sind nur so Studien drauf. Ja. Hier sind auch Studien. Ist dieses aus dieser Szene, aber dann würde ich das kaputt machen. Und das geht gar nicht. Das sind so tolle Sachen, die gehen nicht. Also das mache ich nur in dem... Oh, das gefällt mir gut und das gefällt mir gut. Warte mal, ich muss mal eben gucken. Das geht, da ist nichts auf der Rückseite, ihr seht's. Da geht's. Da mache aber nicht kaputt. Das ist auch schön. Aber da ist was noch Schöneres. Ne? Das muss man natürlich... Oh, hier, siehe. Aber das ist ja... Nein, nein, da mache ich natürlich diese großen nicht kaputt dafür. Das ist klar. Das ist ganz logisch. Hier zum Beispiel diese verschiedenen Rosen hier, aber da ist das andere. Die Szene finde ich sehr, sehr schön. Der kleine Hund, der da sitzt. Nee, es soll eine Katze sein. Ich sehe die Schnurhaare, man konnte es schlecht erkennen, es soll eine Katze sein. Und das liebe ich hier auch wieder sehr. Das ist gestickt. Kann ich das irgendwann mal einbringen? Ja, da bin ich noch nicht dabei, also das liebe ich sehr, dieses Bild. Hafenansicht. Das ist auf der Rückseite. Hier sind zum Beispiel super tolle Hintergründe. Also da überlege ich schon die ganze Zeit. Da. Und da hätte ich jetzt hier ein Bild. Das ist so und so groß. Hätte ich denn da noch Hintergründe? Da bleibt nicht viel übrig, ne? Wie haben wir denn die Originalseite? Deswegen habe ich die rausgelegt. Oder wenn wir die... Ja, ist auch nicht so prickelnd. Weiß ich noch nicht genau, muss ich mal schauen. So, so. Und dann gucken wir das zweite auch nochmal butz durch. Oh, hier ist eine Mücke oder irgend so ein Tier hab's nicht reingeschmissen. Ich weiß nicht, aber hier ist ein schönes Bild, das könnte ich nehmen. Ah, hier sind die Maler aufgeführt. Emma Thompson, die Stickereien gemacht hat. Kriege ich das irgendwie raus? Warte mal. Uppala, guck mal, hier geht's schon oben. So, die kleinen. Das sind so Blätter. Blumen wären mir lieber... Oh, hier sind schöne, viele Blumen. Ja, dann wollen wir mal diese Bücher ausräubern jetzt. Ich liebe diese Art Bilder. Ich mag gerne Bilder, auf denen ich erkennen kann, was es darstellt. Ich bin halt ein schlichtes Gemüt, ein schlichter Geist. Und ich gebe das ganz offen ehrlich zu, mit vielen Sachen. Ich mag einfach Schönes. Ich mag einfach Sachen, die das ist zum Beispiel einfach. Das ist einfach schön. Kann man nichts drüber sagen, das ist einfach schön. Na, hier wäre, das würde mir gefallen. Ich liebe ja diese Winde, diesen Muttergotteskelch, sagen wir hier. Aber hier ist so ein schönes, großes auf der Rückseite. Das hier mit den Erdbeeren ist auch hübsch. Da wäre auch noch ein kleines. Ich blätter mal eben ein bisschen. Das ist gestickt wieder. Sehr, sehr schön mit den Vögeln. Sehr, sehr schön. Oh ja, hier, da hätte ich noch mal was. Reiche Ausbeute. Oh, Tauben ist auch wunderschön. Das muss ich irgendwo mal unterbringen. Ja, aber ich könnte das auf jeden Fall raustrennen. Das ist okay.
Nein, man soll natürlich nicht über Geschmack streiten. Ich sage nur, wie es ich persönlich mag einfach Sachen, die schön harmonisch für meine Augen sind, die so ein bisschen diese heile Natur, diese heile Welt. Also ich kann mich für so ein Bild, dieser Ausschnitt eines Getreidefeldes von früher, seht ihr, wie selten, wie wenig vereinzelt dieses Getreide steht. Heute steht ja auf der gleichen Fläche, das ist 20-fache drauf ungefähr, sind auch viel größer und so weiter. Dann waren da noch Blumen und man ist ja schon froh, wenn man mal eine sieht oder mal eine Winde sieht oder mal eine Hundskamille oder eine Kamille, ein Kornblümchen mal. Dann ist man ja schon froh und dankbar. Früher war das überall so. Ne? Also ist einfach schön sowas. Es ist einfach schön. Da ist noch was Schönes. Das fällt mir schon entgegen. Das ist gestickt. Ist das nicht irre? Absolut. Ich hoffe, ihr könnt es auch so erkennen. Wunderschön. Auch gestickt. Ja, auch sehr, sehr schön. Ich liebe solche Sachen. Aber ich habe jetzt schon so viel. Ich denke, oh, Heckenrosen, Hundsrosen. Wunderschön. Ja, für sowas kann ich mich jetzt wirklich begeistern. Einfach nur schön. Einfach nur. Das ist das, wenn wir spazieren gehen. Das sehen wir dann auch immer, ne? Ja, ich lege diese schönen Bücher wieder beiseite. Achso, dieses können wir noch hier lassen. Und wollen wir hier noch mal einen kurzen Blick reinwerfen? Da könnten wir bestimmt auch noch mal was rausholen. Auch noch mal ein bisschen fündig werden. Ich würde mal überlegen, aber ich kriege das hier nicht drauf. Nein, brauche ich nicht überlegen. Das kriege ich da nicht drauf. Auch die Arbeit, die er sich gegeben hat mit den Einrahmungen und Umrandungen und wunderschön. Hier ist so viel drauf auf diesen Seiten, ne? Man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll, auszureißen. Ich nehme die Seite mal raus. Ah, hier diese, wie heißen die? Schachbrettblumen, ne? Ist das nicht eine Schachbrettblume? Mhm. Ja, hier haben wir doch auch schon was. So, dann lasse ich hier mit gut sein mit der Auswahl. Ich habe jetzt die Brille wieder nicht auf. Wir müssen jetzt aufpassen, weil wir gleich ganz früh einkaufen wollen. Es ist jetzt schon ganz schrecklich heiß draußen. Also das hält kein Mensch aus. Ja, ich fange jetzt an zuzuschneiden. Ich überlege, ob ich das jetzt mit dem Schneider oder mit dem Messer mache. Ich mache es vielleicht mit einem kleinen Messer. Einen Moment, das haben wir doch auch parat irgendwo. Hier ist es schon. Dann kann man das ein bisschen punktgenauer machen, ne? Das ist dann nicht so hackelig unter Umständen. Ja. Ich weiß es nicht, wie es euch bei der Hitze geht. Ich kann es wirklich nicht gut haben. Bin froh, wenn ich gleich wieder zu Hause bin. Dann werden alle Fenster dicht gemacht, die Rouladen runtergezogen. Und dann ist es das. Oben im Flur haben wir so ein kleines Fenster, das ist offen. Und da hänge ich immer so nasse Handtücher. So mit Lavendel und beziehungsweise mit Pfefferminzöl. Ja, das ist natürlich so hochwertig, dass ich das mal aufheben sollte. Da könnte man mal Bilder drauf machen als Hintergrund, ne? Ach, was farbenfreudig. Ah, ich sehe es nicht so richtig.
gucken. Ich will jetzt nicht verschneiden, dass ich mich ja hier nicht verdue bei diesem ganzen Geschnipsel. Ja. Auch wieder ein größeres schwarzes Stück übrig. Das hebe ich auch noch mal auf. Kann man vielleicht noch mal verwenden. Die kleinen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich denke, diese Art Bilder, die schneidet man besser so aus, denn das ist nicht so richtig prickelnd mit meinem Schneidebrett. Ja, dann hatte ich hier noch so ein ganz großes gefunden. Hier. Könnte ich denn da irgendwie vielleicht mal eben gucken, dass das... Ach, das würde sogar passen, wenn man da mal zwei von rein tut. Ja, wäre also eine Überlegung wert, ob man vielleicht... oder man macht noch ein neues. Ich lege es mal dazu. Ja. So ist das. Meine lieben Hunde liegen unter mir, neben mir. Ich muss aufpassen, wenn ich gleich aufstehe. Ganz nebeneinander, beide. Und die Tara, die wollte das nie so gerne haben. So gut sie sich mit der ersten, mit der Mira, verstanden hat. Aber so nebeneinander gelegen haben sie nicht so großartig. Und jetzt, und mit unserer Mia, die macht das einfach. Und jetzt ist es dann doch ganz schön, wenn man mal nebeneinander liegt. Wir haben Glück, dass die sich so gut vertragen, unsere Hunde. Ja. Nun ja, wir waren ja heute unterwegs in unserer alten Hunderunde. Dann fuhr langsam ein Auto an uns vorbei. Und natürlich dachte man gleich wieder, ja, ist bestimmt wieder so ein Jäger, der uns jetzt bestimmt wieder ansprechen wird. Weil das passiert ja natürlich auch mal öfter. Trotzdem unsere Hunde wirklich gut hören und wir 100% aufpassen, und ich bin eher übervorsichtig, was meine Hunde angeht. Ich möchte nicht, dass die irgendwie jagen, und wir haben so viele Hunde in unserem Leben gehabt und nie hat einer irgendwas gemacht. Da legen wir sehr großen Wert drauf, also wir sind nicht gleich, da sind die vom Weg abgewichen, sind nicht gleichzusetzen mit vielen anderen Hundehaltern. Ist egal. Auf jeden Fall fuhr der sehr langsam vorbei und fuhr und fuhr, und da dachten wir schon, was ist, was will er denn jetzt? Und es war so ein PKW, abgedunkelte Scheiben, man konnte auch nicht gucken, wer so richtig drin saß. Dann hielt er hinterher ein Stück weiter entfernt. Und ich dachte, was macht der da? Dann hörte man die Tür klappen und dann hörte man den Kofferraum. Das war ein normaler PKW, wohlgemerkt, deswegen erkläre ich so genau. Nicht irgendwie so ein Kombi oder sowas, sondern normaler PKW. Da machte der den Kofferraum auf und holte da einen großen Hund raus. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Man begreift es nicht. Ich begreife sowas nicht. Ich nicht. Ja, was ist das für ein Hund, den in einen Kofferraum zu sperren? Bin mir jetzt nicht mal sicher, aber ich denke mal ganz ehrlich, sowas geht doch wohl gar nicht. Ne? Das sind doch Sachen, die gehen ja wohl gar nicht. Das geht gut, dieses hier mit diesem Zuschneiden. Besser als wenn man das andere Ding nimmt, ne? Da kann man ja punktgenau alles machen und hat es dann schön ordentlich. Bin wunderbar. So, ich schneide jetzt noch so ein bisschen weiter. Ihr seht, das ist nicht so besonders aufregend, aber das sind natürlich auch alles Arbeiten, die müssen erledigt werden, und die gehören auch dazu. Und das kostet viel Zeit, das ist halt so. Aber man ist ja nicht hier im Akkord, man hat ja Zeit, man kann sich ja in aller Ruhe der Sache annehmen. Ja, das muss ich überlegen mit Tags, wie ich das mache. Die werde ich wohl alle verwerten, denke ich mir. Die mache ich eben noch fertig, diese
Diese kleinen hier. Ja, dann habe ich gleich die halbe Stunde auch schon überbrückt. Kurz nach 7:30 fahren wir hier los. Stehen um 8 Uhr vorm Laden. Hier eher wie da sind, hier sind wir wieder weg, ne? Ja, ja, ganz klar. So, dann sage ich erstmal jetzt für jetzt bye bye. Bis später. So, ich mache noch schnell eine Seite, bevor ich jetzt wirklich losfahren muss. Ich habe die Bilder habe ich jetzt alle ausgeschnitten ordentlich. Die liegen hier. Das ist wieder von mir das Papier, was ich selber gefärbt hatte. Ich finde, das passt ganz gut hierzu, oder? Dann müssen wir noch ein kleines bisschen nachschneiden. Ja, wenn man das jetzt besser vermessen würde. Aber wisst ihr was, ich kann so schlecht gucken. Für mich ist es einfacher. Ich mache es so ein bisschen umständlicher. Ich komme ja auch ans Ziel. Das soll ja jetzt mich nicht verdrießen, sage ich jetzt mal, ne? Die schaffen wir schon so irgendwie auch. So. Dann können wir schon mal hier den Locher wieder und den Abrunder schon wieder benutzen. Na, das ist nicht richtig offen. So. Ach, die Kleberatismus-Sachen, die hängen da alle drin. Da muss ich mich da gleich mal mit befassen. Machen wir gleich. So fängt es an. Ich hatte hier so ein Stück über. Das gehört ja eigentlich zu einem großen Bild. Aber ich habe gedacht, okay, warum mache ich da nicht eine Tasche raus? Ne? Das können wir machen. Hier, das färben wir so leicht ein. Die weißen Stellen, die verdrießen uns jetzt gar nicht in dem Moment. Hier machen wir auch mal eben zu wieder. Ich färbe den auch schon mal ein von dieser Seite. Dann ist das schon mal erledigt. Ja, ich will jetzt das Wetter, wenn es jetzt, wollte ich vorhin schon erzählen, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist wie jetzt im Moment, habe ich keine Lust da draußen irgendwas rumzurennen tagsüber. Ich glaube, heute soll der heißeste Tag werden. Aber wir werden sehen. Und dann will ich auf jeden Fall noch Papier färben, unbedingt. Ne? Ich habe jetzt auch noch so ein paar andere Farben, die ich ausprobieren möchte. Nee, halt, so rum gehört das. Das guckt nach oben. Dann wollte ich das als Tasche gern arbeiten. Also dieses Fabri-Tac-Zeug, das klebt wunderbar, aber es ärgert mich unendlich. Ich hatte das jetzt, weil es fast alles auf den Kopf gestellt. Und warum auch immer, dieser Verschluss ist eine Pest. Und ich habe das in so einen kleinen Eimer hier reingestellt. Da sind auch Papiere drin und so ein paar Sachen, die ich noch nicht wusste, wohin zu räumen, so, ne? Die da halt so dann da sind. Und dann habe ich die dann immer so über Kopf, den Stöppel drauf. Hat mir aber nichts geholfen, dann ist das alles ausgelaufen. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was das gestern für eine fiese Schweinerei war, das alles wieder sauber zu bekommen. Wirklich fies. Wirklich, wirklich fies. Ich sehe gerade, da ist so ein... Hätte ich da so ein Strippe drin machen sollen? Ein ganz klein. Ich mach's mal einfach. Nur so ein ganz klein. Da war so eine helle Ecke, war nicht so schön. Ja, da müsste ich mir dafür natürlich was überlegen. Das habe ich noch nicht. Auf der Rückseite wäre natürlich jetzt schön, wenn man eins der großen Bilder hinmachen, ja. Das wäre jetzt zum Beispiel sehr schön, wenn wir dieses nehmen könnten, hinkleben könnten. Und dann runde ich das mal auf Viertel ab. Dann brauche ich eigentlich nur eine Nein, die Blätter sind so, also das wird schon so sein oder so. Wird es vielleicht sogar so gewesen sein. Warte mal, die Blätter sind hier von unten. Das ist ziemlich... Ich lasse es so hochkant. Ich brauche aber jetzt noch einen Untergrund.
ein Untergrund. Ein Königreich für einen Untergrund. So, die lege ich mal auf die Seite. Ja, Mensch, Kinder, habe ich noch nicht rausgesucht, oder? Warte mal, ich hatte doch hier so... Ja, das ist... mit den Knöpfen ist zu wehrig, ne? Das macht einen verrückt, oder? Ja, nee. Ah, nee, das geht nicht. Das geht leider nicht. Was habt ihr denn all hier noch? Noch Knöpfe, haben wir noch Knöpfe? Ach Mensch, Kinders. Ich muss mal nach einem ruhigen Papier suchen. Ich habe im Moment keins parat. So, ich habe jetzt hier noch was gefunden gerade. Das ist ganz dünnes Papier. Ich wollte ein bisschen dünneres Papier verwenden. Und das ist hier von Daphne's Diary, der Paperblock. Das ist ein sehr dünnes Papier. Und dieses, die Rückseite ist gewöhnungsbedürftig, die brauchen wir aber nicht. Aber wir, dieses ist ganz nett mit diesem gesprenkelten, sodass ich das jetzt dann nehmen werde. Genau. Das gesprenkelte lege ich mir mal gerade hin. Ja, also das ist also mit diesen Aktenordnern, was ich ja jetzt im Moment habe, ja das erste Mal einen Aktenordner in der Verarbeitung, ist das eigentlich alles ganz schön und gut, weil das ist eine super, ist schon wieder alle. Nein. Also was ich an Klebestiften verbrauche, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Also es ist eine Katastrophe. Schon wieder alle, ich schwöre es, es ist schon wieder alle. Heidenei. Was wollte ich sagen? So. Genau, das ist so ein schönes neutrales Papier. Hier ist die Schere. Gehen wir kurz mal einmal entlang. Ah, da ist noch alles Mögliche dran. Ach so, Aktenordner. Ja, hat nur, ich weiß nicht, irgendwie, nein, nachteilig ist es nicht. Ich muss halt gucken, dass ich die Seiten irgendwie gut gestaltet bekomme. Irgendwie ist das, ich weiß nicht, wie ich das, ach, das ist Viertel. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Es fällt mir fast leichter, bei diesen anderen Büchern, die ich von A bis Z selber mache, die Seiten zu gestalten, als wenn ich das jetzt hier, ich habe immer Bögen und weiß nicht genau, welche Reihenfolge. So, habe sogar einigermaßen getroffen, ne? Ist ja wunderbar. So, dieses möchte ich jetzt, da müsste aber noch was drunter, ne? Damit das ausdrucksstark wird wieder. Haben wir ein dunkelbraun vielleicht noch oder so? Mal eben gucken. Haben wir natürlich nicht. Einen Moment, ich habe hier noch andere. Würde das vom Format passen, bevor wir knapp. Aber es könnte. Ne, die sind nichts. Ups. Die können weg. Die brauchen wir nicht mehr. Warte mal. Ich werde es so machen. Genau. Ich werde es so machen. Ja. Ich mache das jetzt noch fertig und dann muss ich erst einkaufen. Da bin ich noch mal kurz. So ganz viel ist das heute nicht mit Basteln. Hier bei mir in der Küche sind über 25 Grad mittlerweile. Es ist für mich unerträglich heiß. Ich kann Hitze gar nicht mehr gut haben. Ich habe das Einzige, was ich vorhin produktiv gemacht habe, ich habe ganz viele neue Streifen gerissen. Also der Karton ist wieder relativ voll, gut gefüllt. Das habe ich vom Einkaufen mitgebracht. Es braucht auch kein Mensch diese Sachen, aber man kann sie verbasteln, dachte ich. Gar nicht mal so schlecht.
Gleiche gilt für dieses. Ne? Kann man gebrauchen. Ja, ich lege es mal eben auf die Seite. Was ich jetzt eben machen wollte, das muss ja dann auch im Moment noch wieder trocknen. Moment, ich lege mal eben was da drunter. Ich hatte noch diese schwarz-weiß Sachen gefunden in dem Kitschbuch. Und da das ja wieder dieses Hochglanz ist, was ich nicht so gerne mag, sagen wir mal so gerne mag, habe ich gedacht, hier, das sind alles Teabags, ihr seht, ich sammle die immer alle. Aber ihr braucht nicht denken, das ist immer noch nicht alles. Ich habe die gleiche Menge irgendwo noch, aber ich weiß leider nicht wo. Ja, wird sich sicherlich noch mal einfinden. Da kann ich vielleicht zwei rausmachen. Ne? Das bei den Kleinen müsste das ja eigentlich klappen. Eins, zwei. Da brauche ich eins auf jeden Fall. Da. Naja. Ist ein bisschen knapp, ne? Einer, oder? Haben wir da etwas breiteren? Wollen wir eben schauen. Vielleicht ist der. Ja, machen wir den mal. Schudele. Ich habe noch so einen ganzen Packen. Also ich sammle die immer, wenn ich Tee koche. Ich koche ja jeden Tag Tee und eigentlich auch jeden Tag, jeden zweiten Tag ein bisschen ich mache das hier in den Deckel jetzt rein. Bis gewarte. Ich rühre das einfach jetzt hier in den Deckel ein. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt hier lange für diese Kleinigkeit rumzufrickeln. Einmal. Ja. Ist das richtig? Oh, warte mal. Oh, hier habe ich zwei. Entweder den Engel mit der Tür, was ja auch süß ist, oder die Rose. Ich glaube, ich nehme mal den Engel. Ja, ja, wir wollen ja ruhig ein bisschen Kitsch haben. Engel mit einer Rose. Können wir ruhig machen, oder? Geht. Das geht. Legen wir auch da drauf. Einen Moment, dann können wir das gleich zum Trocknen irgendwo hinlegen. Na, ich werde doch dies wohl noch fertig kriegen, dies eine, oder? Ohne nochmal neu mit Wasser rumpanschen zu müssen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir ganz gut hin. Müsste hier unter die Schicht kommen, aber der klebt schon fest, der Vogel hier. Mit Zeitungspapier. Hey, das ist immer die einzig kritische Sache, dass man es wieder hochkriegt. Ich mache sonst normalerweise am Herd. Ist nicht so schlimm. Man kriegt es wieder runter. So, ich mache es oft am Herd. Da habe ich so ein Brett aus Glas und so weiter. Da kann ich das ganz gut. Muss es eben sauber machen. So, und jetzt habe ich das auch gerade wieder hervorgeholt. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das waren Bücher, die ich schon verarbeitet habe, also beziehungsweise schon ausgerissen habe. Die will ich auch damit verwenden. Und das ist mehr so Vöglis. Das ist schön, das ist schön, das ist schön, das.
Schön, schön, schön sind sie ja eigentlich alle. Ah, die sind doppelseitig. Ups. Moment, das ist Vögli. Eieiei, jetzt müssen wir genauer gucken. Die sind doppelseitig. Die Vögel wollte ich ganz gerne für ein spezielles Vogelbuch extra rauslassen. Das ist auch ein Vögelchen. Ach, du liebe Jott. Wie haben wir das denn hier, liebe Leute? So, das sind Blumen, das sind Blumen. Das ist ein Vögeli. Ach, bei sowas, da verliere ich langsam die Geduld. Das ist so furchtbar warm. Man hat einfach keine Geduld für irgendwas. Ne? Geht euch das nicht auch so vielleicht? Fummel, fummel, fummel. So, die werde ich wahrscheinlich wohl nicht alle verwenden können. Ach, diese Christrosen, die finde ich so besonders schön. So, die habe ich jetzt, die habe ich jetzt. Die habe ich jetzt. Wir gehen sie mal schnell durch. So lange dauert das ja sicherlich nicht. Okay, sind noch welche. Hier auch. Hier auch. Schon alles. Ja, wir machen es mal eben jetzt der Reihe nach. Ich bin mir nicht sicher, da ist noch ein Blämischen. Das sind alles Bücher, die ich auseinandergenommen habe. Das habe ich alles schon erklärt, welche das waren. Ich weiß das leider jetzt nicht mehr inzwischen. Das ist schon eine Weile her. Seht es mir bitte nach. Hier ist noch ein Blämischen. Da ist auch noch was, da ist auch noch was. Rosen für dich. Puh, ja, was haben wir denn hier noch? Stubenvögel. Ah ja, geh aus, mein Herz, und suche Freud. Das war auch ein schönes Blumenbüchli. Auch, was wir auch verwenden können, auf jeden Fall. Ganz reizende Bilder. Ja, die schmochen wir anders. Das legen wir komplette Mangen hin. Das sind Schmetterlinge aus dem Schmetterlingsbüchlein von Heine. Genau, das lassen wir liegen. Das sind Stubenvögel, lassen wir auch liegen. Moment, das ordnen wir mal eben so ein kleines bisschen. Hier sind Stubenvögel. Hier sind Vögel, Vögel, Vögel. Landschaft. Hier ist, glaube ich, nichts drin. Was man, doch. Was man vielleicht. Ich lasse das noch nicht. Das habe ich jetzt außen vor. Ich habe so viele andere Bücher. Rosen für dich. Ja, das weiß ich nicht. Müssen wir das in Angriff nehmen? Halten wir mal im Hinterkopf fest. Wir haben hier jetzt einiges. Ich stelle das mal auf die Seite zurück. Junge, da kommt was zusammen an Zeug. Und dabei suche ich immer noch einiges. Ich habe immer noch nicht alles wiedergefunden, was ich eigentlich gerne verwenden wollte. Könnt ihr euch das vorstellen? Da fehlen immer noch Sachen. Und hinterher, wenn ich dann fertig bin, dann denke ich, ach, guck an, da wäre ich gewesen. So, also hier sind ganz wunderbare Sachen dabei. Hier ist noch eins. Bin mir nicht sicher, diese sind schon komplett ausgerissen. Ist das aus diesem Format vielleicht? Ja, aus diesem Format. Ganz genau. Reizend, reizend, absolut reizend. Ne? Die lasse ich erstmal drin, dann weiß ich, wo die hergekommen sind. So, genau. Hier ist noch ein Schmetterling, den gebe ich eben zurück in die kleine Schatulle. Der klebt hier hinten dran. Also ihr seht schon, ich bin so ein bisschen immer noch am Vorbereiten, am Räumen. Es ist mir einfach zu warm. Ich habe einfach keine wirkliche Lust im Moment. Ich schätze mal, dass ich das hier raus habe. Ganz genau. Die würde ich auch zum Teil noch sehr, sehr gerne verwenden. Da muss ich mal gucken. Das müssen dann aber, die möchte ich ganz lassen, diese Seite. Finde ich sehr schön. Finde ich sehr, sehr schön. Die lege ich mir mal dazu. So. Und
Hier bin ich angefangen, eine Seite habe ich noch gemacht vorhin heute Morgen. Dieses Stück, da muss jetzt noch ein Tag rein. Und hier kommt auch noch ein Tag. Da bin ich noch dabei. Das ist jetzt für heute, glaube ich, alles. Es ist mir einfach zu warm. Ich muss ehrlich sagen, da hat man an nichts richtig Lust. Ich zumindest. Und ich bin froh, wenn die Tage wieder ein bisschen kühler sind. Ich hoffe, dass wir die alle gut überstehen und gesund dabei bleiben, weil jetzt Herz-Kreislauf-Leute, die arbeiten, schon noch mehr drunter leiden, denke ich. Und ich habe alles voller Mückenstiche. Schöner Sommer. Dazwischen Zecken. Ich hatte eine Zecke am Bein. Und das Ding war so groß, knallrot. Und jetzt ist es noch so großrot. Ja, Borreliose, ich weiß. Ich weiß. Was soll man machen? Man kann auch jeden Tag zum Arzt rennen. Ne? Ach, ich hoffe, dass es gut geht. So, ich überlege, ich wollte euch noch irgendwas zeigen, aber ich weiß es im Moment tatsächlich nicht. Es tut mir leid, mir fällt es gerade nicht ein. Mein Blick schweift umher. Ich weiß es einfach nicht. Ach ja, doch, ich kann noch das sagen. Ich werde noch ein paar von diesen machen. Vielleicht werde ich den auch benutzen. Trotzdem leider da unten jetzt Steampunk Drugstore. Muss ich mal gucken, ob ich es... Oder ich mache neue. Mal gucken. Aber da werde ich auch zwei, drei von machen noch, denke ich. Das nehme ich aber diesen braunen Karton, den ich schon mal genommen habe. Oder vielleicht... Nee, der ist zu dünn. Das kommt alles noch. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Kommt gut über die Runden. Bis bald. Tschüss.